23 Grad ist zu heiß. Die brauchen es ziemlich kalt. Offensichtlich. So, nehmen wir mit. Oh, jetzt werden sie alle böse. Das war nicht so gut. Und herzlich willkommen an diesem mysteriösen Höhleneingang hier in Asgard auf Arkfjordur. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid alle fit und munter. Ja, jetzt gehen doch mal alle hier einmal auf den Topf und dann können wir praktisch losreiten. Und dann schauen wir mal in diese Asgard-Höhle hier rein. Wir sind bei einem der beiden Sumpfbiome hier. Das ist ein bisschen unentspannt, die Gegend, aber wir sind ja gut equipped und ich glaube, wir sind jetzt startklar soweit, uns das mal näher anzuschauen. Ich nehme mal wieder das Fernglas raus, dann sehen wir auch die Koordinaten, links oben eingeblendet und wir sind hier im Osten unterwegs, ne? Ganz im Osten der Map. Sieht man natürlich wieder nicht, weil wir sind ja auf Asgard, da haben wir keine Map zum rausholen. Aber wir sind hier im Osten, haben wir schon festgestellt. Und hier ist dieser Höhleneingang, der in diese verstrahlte Höhle führt. Wir haben ja jetzt die Hazmat-Suit hergestellt. Das heißt, ich equip mal kurz um. Da ist jetzt erstmal wieder Schluss mit Zwerg. So. Und dann können wir da im Prinzip reinschauen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Also, ich glaube, Tiger ist es egal, dass da drin alles verstrahlt ist. Ich weiß nicht, wie die Fjordhawks das sehen. Ne? Wir müssen mal gucken, was Bussard dazu meint. Ob den das stört? Wir packen direkt mal wieder so eine Fackel aus. Ne? Ist schon wieder so dunkel hier. Das ist nicht gut. Pilze gibt's. Das klingt ziemlich verrückt hier. Ja, und diese ganzen Pflanzen sind alle super gut. Ne? Also die geben gute Ressourcen. Und die Pilze geben, glaube ich, Fungal Wood. Ne? Alles gute Ressourcen hier unten. Ist eine super spannende Höhle auf jeden Fall. Okay. Irgendwer ist verstrahlt. Ich bin verstrahlt. Aber ich habe doch die Hazmat-Suit an. Wieso? Ist das so schlimm? Wir haben doch jetzt die vollständige Hazmat-Suit an, oder? Ja. Und was war das andere für ein Effekt? Wir hatten so ein Blaseneffekt. Hä? Das heißt, wir können da gar nicht runtergucken? Was müssen wir denn machen, dass wir da runterschauen können? Hier fängt es an. Oh oh. Ich denke, wir können schauen, aber wir verlieren halt die ganze Zeit Hitpoints, ne? Verlieren wir überhaupt Hitpoints? Sieht gar nicht so aus, ne? Das ist komisch. Wir schauen nochmal. Wer verliert denn jetzt hier Hitpoints? Du verlierst keine Hitpoints. Und ich verliere ja auch keine Hitpoints. Ach, das ist der Fjordhawk, oder? Moment, wir schauen mal. Nicht, dass der stirbt. Das wäre schlecht. Bussard, geht's dir gut? Bussard? Ja, Bussard verliert Hitpoints, glaube ich. Das heißt, wir können Bussard nicht mitnehmen. Das ist ja assi. Okay, dann müssen wir Bussard einpacken. Ich habe es mir irgendwie schon so ein bisschen gedacht. Aber eigentlich, die Strahlung hat doch schon weiter oben angefangen, dachte ich. Als wir das letzte Mal hier waren. Das war ein bisschen komisch. Ja, dann müssen wir Bussard halt einpacken. Das heißt, wir haben keinen Backup-Plan, ne? Wenn es mich hier zerlegt, dann kann Bussard nicht helfen. Ja, das war Bussard. Okay. Nee, das ist nicht Bussard. Ich verstehe es nicht. Also es verliert niemand Hitpoints. Das ist alles gut. Lev kann keine Hitpoints verlieren. Lev ist unser Chibi. Ich sehe auch die Einser nicht mehr. Ach doch. Also es kommt von mir. Ich verliere hier Hitpoints. Kann der Fjordhawk im Inventar Hitpoints verlieren? Nein. Definitiv nicht. Also es kommt irgendwie von mir. Aber vielleicht regenerieren wir schneller Hitpoints, als wir die verlieren? Man weiß es nicht. Okay. Wir sind auf jeden Fall safe, wie es aussieht. Jetzt verlieren wir nur noch ganz langsam. Oder langsam mehr. Oh, hier gibt's Rockdrakes. Vielleicht finden wir irgendwo so ein Rockdrake-Eck. Ne? So ein Nest. Das wäre doch mega cool.
Müssen wir mal schauen. Die sind aber nicht ungefährlich. Da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Da sind auch einige unterwegs, ne? Und die sind unsichtbar. Das kommt auch noch dazu. Vielleicht gibt es hier auch Krabben, ne? Hier ist überall Wasser. Hier gibt es total viele Rock Drakes. Mega cool. Ich kau den mal so ein bisschen, weil die sind gefährlich. Nicht, dass die uns dann irgendwann überraschen. Machen wir sie lieber gleich weg. So. Der ist zerlegt. Was gibt es hier denn noch so zu sehen? Da sind immer so dunkle Flecken überall. Okay. Ist das eine Höhle oder ist das hier wieder nur so ein Durchgang? Das könnte so ein Nest sein hier, ne? So eine Nest-Location zumindest. So eine Rockdrake-Nest-Location. Okay, also müssen wir auch gar nicht klettern, sondern die sind hier alle ziemlich gut zugänglich, ne? Geh du! Was soll denn das? Warum bist du so aggro? Die sind alle ein bisschen aggro, die Rockdrakes. Das ist halt so, ne? Die sind schlecht erzogen. So. Davon ist noch einer. Hier gibt es scheinbar aktuell nur Rockdrakes. Oh, ohne Ende Rockdrakes. Ich will so ein Ei. Das ist schon wieder so eine Nest-Location. Ohne Ei drin. Ich glaube, den hat es zerlegt. Die haben keine Chance gegen Tija. So. Wir gucken auch immer so ein bisschen nach Ressourcen. Das ist ein Ei. Ein 25er Ei. Ist es dem Ei zu heiß, okay? Was haben wir denn so für Temperaturen hier? 23 Grad ist zu heiß. Die brauchen es ziemlich kalt. Offensichtlich. So, nehmen wir mit. Oh, jetzt werden sie alle böse. Das war nicht so gut. Okay, die kauen wir mal alle weg. Mann, was hat der denn ausgehalten? Habe ich den verfehlt? Ich habe den doch erwischt, oder? 185er. Hoffentlich hat der ein Ei gelegt. Ich habe den auch erwischt. Die haben so viele Hitpoints. Wow, wow, wow. Das ist ein 90er. Die sind so hübsch. Die sind mega hübsch, oder? Die sind total hübsch. Okay. Der hatte jetzt eben 4000 Hitpoints. Das ist schon echt viel. Okay. Jetzt müssen wir das Ei finden, was der 185er gelegt hat. Das war doch ein Weibchen, hoffentlich. Das hier ist ein Level 20er. Wir können ja nicht immer so viel Glück haben. Wir haben ja schon so ein gutes Blitzwyvern-Ei gefunden. Jetzt können wir nicht auch noch so ein super gutes... Ich weiß nicht, wer die Hitpoints verliert. Das bin ich. Also eigentlich muss ich das sein. Aber ich regeneriere die schneller. Ja, wir können jetzt nicht auch noch so ein super gutes Rockdrake-Ei finden. Das wäre dann Overkill. Da ist noch eins. Das ist ein Level 20er. Das ist gerade nicht so ideal. Da ist noch eins. Also es gibt auf jeden Fall super viele Nester. Wenn man beim ersten Mal nicht fündig wird, dann müssen wir halt mal wiederkommen. 95 ist schon ziemlich gut. Aber mega cool. Wir finden auf der Map eigentlich alles, was es so an Tieren gibt, ne? Also Fjodor ist schon echt Spitzenklasse. Was das angeht, was hier geboten ist. So, hier sind wir vorhin vorbeigelatscht und da lag kein Ei. Und jetzt liegt da ein Ei. Level 60. Das heißt, die respawnen auch relativ schnell. Also kann man hier praktisch mal so ein paar Runden im Kreis laufen und Eier sammeln vielleicht. Mit so ein bisschen Glück. Hier in der Mitte ist jetzt keine weitere Location. Aber schade, dass es hier nur Rockbreaks gibt. Das ist ja auch ein bisschen langweilig fast, oder? Was haben wir denn hier noch? Nix. Okay. Das ist alles nur Style, glaube ich. Diese Kristalle. Da ist noch einer. Noch eine Nest-Location. Level 100. Wir steigern uns. Wieder 5 Level höher. Aber dann haben wir, glaube ich, alle gesammelt. Und ich kann die auch gar nicht tragen, ne? Die sind mega schwer. Mehr können wir eh nicht mitnehmen. Ich kann jetzt schon nicht mehr laufen. Okay. Ja, dann kennen wir jetzt diese Radiation-Höhle hier. Das ist eine Rockdrake-Höhle. Und eine echt ergiebige. Also gibt es ohne Ende Rockdrakes. Ich weiß nicht, ob wir vorher schon einen gesehen haben. Wir waren ja schon in einigen so Höhlen drin. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wir haben schon einiges gesehen. Wir haben auch schon eine Karkinos irgendwo entdeckt. Aber die sind halt ultra selten. Ne? Hier sieht es jetzt momentan nicht so aus, als gäbe es hier andere Tiere.
Okay. Ich glaube, wir haben alles gefunden. Ich drehe nochmal so eine Runde. Und dann bringen wir, glaube ich, erstmal die Eier nach Hause. Ich würde die mal alle mitnehmen, weil das sind ziemlich gute High-Level-Eier. Entweder wir holen da so einen Rock Drake raus oder wir machen da Kibbles draus, weil Kibbles sind auch wichtig. So, da sind wir wieder zu Hause. Das war jetzt fast schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen enttäuschend, aber ich habe gehofft, dass es da unten mehr zu sehen gibt. Nachdem wir da in die Radiation reingekommen sind, habe ich beim letzten Mal gedacht, das könnte vielleicht sogar so eine richtig große Aberration-Höhle sein mit entsprechend Reapern und so weiter. Da gibt es aber scheinbar nur Rock Drakes. Zumindest dieses Mal. Mal gucken, ob beim nächsten Mal irgendwie mehr Tiere unterwegs sind. Mit den Höhlenspawns ist das immer so eine Sache. Das ist gar nicht so einfach, die im Singleplayer zum Spawnen zu bewegen, die Tiere da drin. Aber mal gucken. Ja, ich hätte auch super gerne eine Karkinos. Also wir haben auf jeden Fall noch Bedarf an allen möglichen Tieren. Wir schauen jetzt aber erstmal, dass wir vielleicht noch einen T-Rex mit ranbekommen. Das heißt, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Moment, warte mal. Das ist schon wieder passiert. Der ist schon lange wieder weg. Geh mal kurz, komm mal auf Follow. Okay, wir müssen dann eh erstmal wieder umparken. Behavior? Disable Wandering. So. Mating wollte ich eigentlich. Ach, du hast noch nicht mal einen Sattel, ne? Aber ich hab doch... Hab ich dir noch nicht einen Sattel? Ach, du bist ja der dritte Neue, ne? Wir haben jetzt schon 3 T-Rexe. Das heißt, wir werden die mal ein Ei legen lassen. Wir werden sie freundlich bitten. Und dann werden wir mal wieder so ein bisschen ausbrüten. Wir haben ja jetzt auch so ein cooles Rock Drake-Ei. Das ist auch ganz nett. Wir brauchen noch einen Rex-Sattel. Da ist ja noch einer. So ein Zufall. Ach nee, das ist der Blueprint. Den stellen wir noch fix her, nehmen den dann mit. Und genau, dann lassen wir Bernhard und... So, bist immer noch auf Follow, ne? Komm mal wieder hier rüber. Bernhard und die liebe Brigitte lassen wir dann mal Nachwuchs hier organisieren. Das wird, glaube ich, nichts. Da müssen wir helfen. Steckst du jetzt? Okay. Gut, bleib mal da stehen. So, jetzt holen wir erstmal den Sattel. Und dann werden wir halt weiter nachzüchten. Wir müssen hier noch so ein bisschen nachzüchten. Vor allem die ganzen großen, wichtigen Tiere. Zum Beispiel die T-Rexe. Wir haben jetzt schon einen Riesenhaufen Faultiere. Das ist schon mal ein guter Schritt. Ich gucke auch immer noch nach Teresinos und so. Also wir haben, wie gesagt, Bedarf an vielen Dinos. Das dauert sehr lange, bis man in Ark die wichtigsten Tiere zusammen hat. Wir haben jetzt immerhin schon eine richtig gute Wyvern am Start. Das ist auch schon ganz nett. Wenn wir da wohl wieder einparken können, das wird richtig schwierig hier. So. Lass mich mal hier durch. Miep, miep. Rückwärtsgang. Ja, an der Nase vorbei. Das könnte funktionieren. Aber wir werden gerade angenaselt von Bernhard. Ich muss hier unsere Wirbeln umparken. So. Das sieht doch mal ganz gut aus. So. Dann stellen wir die jetzt mal auf Mating. Und den Bernhard auch. Behavior. Mating. Und ich glaube, Monster müssen wir gar nicht mit reinzüchten. Ich habe mal geguckt, also die, also wenn wir Bernhard und Brigitte kreuzen, dann haben wir sämtliche guten Statistiken damit drin. Monster hat keine einzige, die irgendwie besser wäre als die beiden hier zusammen. Das heißt, wir werden einfach die so lange verpaaren, bis wir die ganzen guten Werte haben. Wir wollen Health und Melee Damage von Brigitte. Von Bernhard wollen wir Stamina und Oxygen. Was wollen wir denn noch von Bernhard? Gewicht wäre ganz nett von Bernhard. Melee Damage brauchen wir auch von Bernhard. Melee Damage ist so eine Statistik, die haben wir nicht so richtig gut. 34 ist der höchste Wert, den wir da haben. Aber kann man auch mit leben, ne? Das ist eigentlich ziemlich gut. Und Stamina. Ach, das ist Movement Speed, ne? Movement Speed ist egal. Das ist ja immer gleich. Da wollen wir lieber den kleineren Wert. Ist ja egal. Also bei wilden Tieren freuen wir uns, wenn der Movement Speed niedrig ist, weil der Wert ist immer gleich. Da fließen dann Punkte rein, die nichts bringen. Beim Nachzüchten bringt es natürlich auch nichts, aber man verliert auch nichts dadurch, dass man dann höhere Werte reinzüchtet. Gut. Ja, macht mal. Das dauert jetzt noch kurz. Dann gehen wir hoch zum Eier ausbrüten.
dann sind wir jetzt auf dem Weg zu guten T-Rexen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur noch so ein paar Teresinos. Vielleicht so ein paar Dädons? Dädons würde ich noch ganz gern nachzüchten. Die sind ja auch super OP. So ein Dädon-Rudel könnte uns, glaube ich, gute Dienste erweisen. Und ich weiß nicht, ob wir so U-Tyrannos wollen. Die sind halt... Das Problem ist, Dädons und U-Tyrannos muss man alle von Hand steuern. Die sind nicht schlau genug, um selbstständig gescheit zu arbeiten. Habt ihr dann Ei gesehen? Jawohl. Ja, damit. Super gut. Dann können wir hier eigentlich erstmal wieder pausieren. Behavior Disable Mating. Wie lange dauert das denn bei dir? Okay, nicht super lange. Das können wir dann demnächst mal wieder nachholen. Genau, also da werden wir wieder richtig viel verpaaren und nachzüchten müssen, dass wir gute T-Rexe bekommen. Aber so im Singleplayer, wie gesagt, also die Tiere sind halt, die muss man eigentlich steuern. Das, wenn ich Pumba hier rumlaufen lasse und heilen lasse, dann frisst der, keine Ahnung, Zehntausende Fleisch. Also so viel kann man nicht mitnehmen. Und der verhungert dann wahrscheinlich auch, während er frisst. Also das funktioniert sowieso nicht. Da kann man diese Heilfertigkeit immer nur kurz aktivieren. Und bei Schreihals, wenn der immer rumschreit, der muss ziemlich nah dran stehen, damit es auch was bringt, dass er schreit. Und wenn er rumschreit, kann er nicht kämpfen. Also da gibt es halt den Schreimodus und den Kämpfmodus. Da muss man sich dann auch entscheiden. Das ist auch nicht ideal. Also man muss die Tiere eigentlich selber steuern, sonst bringt das nicht so viel. Wir könnten also ganz viele T-Rexe zum Kämpfen mitnehmen und dann zum Beispiel in Dädon reiten, um die wieder hochzuheilen. Das ginge. Das könnte man machen. Ich denke, sowas wäre sinnvoll und dann brauchen wir theoretisch gar keinen Schreihals zum Beispiel. Mal gucken, wie wir das machen in den Bossfights. Gut. Jetzt schmeißen wir erstmal so ein paar Eier hier raus. Ich habe das 100er Ei mitgenommen, 100er Rockdrake und dann haben wir natürlich noch das Ei von Brigitte. Das werfen wir auch mal hier dahinter irgendwie. Das braucht es ziemlich warm, glaube ich. Das ist winzig, das T-Rex-Ei. Und, oh, verlieren wir hier? Nein. Unten haben wir verloren, da war es zu kalt. Da haben wir so ein bisschen Egg-Health verloren. Das Rockdrake-Ei sieht gut aus. Level 100. Das wird schon mal ein akzeptabler Rockdrake, oder? Rockdrakes sind so cool. Mit denen waren wir auch super lange unterwegs, ne? Bevor es fliegende Katzen gab und sowas. Da waren die Rockdrakes ziemlich cool. Die sind immer noch ziemlich cool. Die sind auch ziemlich stark, wir haben es ja gesehen. Also selbst die relativ Low-Level-Wilden, die hatten 4000 Hitpoints und so. Also die sind nicht zu unterschätzen, die Rockdrakes. Gut. Ja, dann werden wir die jetzt mal schön inkubieren. Das sieht alles gut aus. Fleisch haben wir schon hier. Und dann gibt es endlich mal wieder Nachwuchs. Da freue ich mich schon drauf. Und ich hole jetzt direkt mal wieder unseren Fjordhawk raus hier. Wo ist halt lang genug eingesperrt gewesen. So, du bist wieder frei. Erstmal was futtern. Und auf den Topf natürlich. Bam, Baby Rex, da ist er schon. Der ist aus seinem Ei rausgesprungen. Super flink. Okay, das braucht noch einen Moment hier. Imprint, go, go. Jawohl. Level 217. Das ist schon mal ganz nett. Nicht schlecht. So, ich glaube, du bleibst mal da stehen. Und dann holen wir direkt so ein bisschen Fleisch, dass wir die füttern können. Dass der schon mal so ein bisschen was zu essen kriegt. Der braucht nicht super viel. Ich glaube, das reicht. So. Baby Rex. So, friss mal was, du. Und der hat den schlechteren Melee-Damage bekommen. Dann müssen wir halt dann gleich mal vergleichen. Der hat auch den schlechteren Oxygen bekommen. Der hat die guten Hitpoints. Gut ist, glaube ich, auch der schlechtere Wert, ne? Auf jeden Fall haben wir so ein paar Werte zusammengelegt. Stamina sieht gut aus. Okay, das ist jetzt ein Weibchen geworden. Das ist schon mal gut. Dann können wir theoretisch gleich mit dem hier weitermachen, wenn sie ausgewachsen ist. Mit ihr. Bam! Rockdrake. Die sehen so süß aus, wenn sie klein sind. Mega cool. Okay. Endlich wieder so ein kleiner Rockdrake. Super süß. Die haben so riesige Füße. Die sind echt ultra cool, die kleinen Rockdrakes. Okay. Ja, die habe ich schon so ein bisschen vermisst. Es gibt so viele Tiere in Ark. Heieieiei. Und was haben wir denn bei dir so? Wir haben bei dir
ganz guten Melee-Damage, ne? Hitpoints sehen auch ganz gut aus. Ist halt ein Level 100er, also können wir mal so ein bisschen Rockbreak fliegen. Aber wenn wir dann guten wollen, müssen wir noch so ein bisschen Eier suchen, glaube ich. Und es ist eine Sie. Sie hat 4000 Hitpoints, also das sind wir auch wieder bei den 4000. Das kann man dann noch ein bisschen hochleveln. Und natürlich imprinten. Mal gucken, was die dann haben wollen. Da müssen wir halt dann notfalls wieder Kibbles herstellen. Du kriegst direkt mal so ein bisschen Fleisch. Frisst du Fleisch? Du frisst gar kein Fleisch, oder? Nee. Nicht so richtig. Bist du noch nicht hungrig? Moment, die wollen ja Nameless Venom, ne? Bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das haben. Ich glaube, dass er auch so auswächst, aber wir sollten das eigentlich schon organisieren, ne? Optimalerweise. Allein, weil wir das möglicherweise zum Imprinten dann brauchen. Und ich weiß nicht, ob wir das schon gefunden haben. Ich denke, ich habe das schon mal gesehen hier. Aber Nameless. Wir haben doch irgendwo in einer Höhle schon Nameless getroffen, glaube ich. Da gab es schon mal so ein paar. Nameless Venom. Jawohl, wir haben Nameless Venom. Das ist gut. Dann nehmen wir einfach mal die Hälfte mit zu den Rockdrakes hoch. Da ist auch noch so ein Wyvern Egg drin. Level 55 brüten wir nicht aus. Da wird Kibbel draus gemacht. Okay. Ja, dann haben wir ja alles, was wir brauchen, theoretisch. Abgesehen von den großen Kibbels. Also da sollten wir dann aber auch die Eier dazu haben, um die herzustellen. Wir haben inzwischen auch genug so verrücktes Jerky. Das dauert ja auch mal so lang. Aber so ein paar Kibbels zum Imprinten können wir auf jeden Fall immer herstellen. Das ist kein Problem mehr für uns. Super gut. Und dann geben wir dem jetzt direkt so ein paar von den Venoms hier, dass er so ein bisschen was essen kann. Ja, dass er nicht hungrig wird. Gucken, was das bringt. Es bringt, glaube ich, super viel, wie so eine Wyvernmilch, ne? Geben wir dem mal eins, das reicht bestimmt. Dann kriegt er noch eins zum Imprinten und dann ist gut. Also ihr seht, der hat auch echt viel Food, wenn ich ihn finde. Genau, also der hat immer noch 1000 Food und der ist jetzt schon über den 10 oder was Prozent. Das heißt, der sollte eigentlich dann jetzt auch Fleisch fressen. Ich glaube, der frisst dann ja schon Fleisch, oder? Wir tun das mal wieder weg, weil wir haben nicht so viel davon. Also wenn er über die 10% Hitpoints geht, frisst er, glaube ich, auch schon Fleisch dann, ne? Bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Müssen wir mal den Foodwert betrachten, ob der über die Zeit jetzt runtergeht oder ob der stabil bleibt und hochgeht. 1023. Du frisst auf jeden Fall Fleisch. Du hast das Inventar leer gefressen. Also der T-Rex wächst bei weitem nicht so schnell wie der Rockdrake, ne? Der Rockdrake braucht länger zum Ausschlüpfen, aber dafür wächst er dann deutlich schneller als der T-Rex. Das ist ja auch interessant. Die sind übrigens mega schwierig zum Ausbrüten eigentlich. Also wenn man nicht genug Klimaanlagen hat, ist das echt nicht ohne. Die brauchen es nämlich ultra kalt, diese Rockdrake-Eier. Was habe ich denn hier eigentlich immer die Klimaanlage, ne? Okay. Ich weiß nicht, warum so eine Klimaanlage ein Inventar braucht, aber okay. Foodwert geht runter, also möglicherweise fressen die wirklich kein Fleisch, bis sie ausgewachsen sind. Weil wenn die ausgewachsen sind, fressen die, glaube ich, normal Fleisch. Die brauchen nur in der Jugendphase dieses Gift. Ist auch eine komische Ernährung, ne? Wer frisst denn Gift? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber Fleisch frisst er jedenfalls aktuell nicht. Na gut. Dann lassen wir die beiden mal so ein bisschen wachsen. Ich glaube, ich räume so ein bisschen die Basis auf in der Zeit. Wir haben jetzt 10 Minuten oder so, bis die imprintet werden wollen. Genau, 9 und 10 Minuten. Da haben wir wieder so ein bisschen Zeit. Und ja, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal wieder ordentlich T-Rexe nachzüchten, ehrlich gesagt. Es gibt so viel zu tun. Und dann können wir früher oder später mal so ein bisschen so die ersten Bossfights ein bisschen angehen, ne? Gut, wir haben ja schon den einen oder anderen mal gemacht, ne? Aber bevor wir jetzt wieder neue angehen, hätte ich schon gerne so ein paar starke Dinos. So ein paar T-Rexe wären schon Minimum. Oder wir gehen erstmal mit den Faultieren los. Die sind halt nicht viel schlechter, ne?
Und wenn wir den Spinnenboss angehen, dann würde ich auch sagen Faultiere. Da sind die auf jeden Fall viel besser. Wir haben hier eine ganze Armee stehen. Die beiden Guten stehen oben und das hier sind unsere ehemaligen Faultiere. Da ist auch Sarah, Christoph sind dabei, Christine, Sissy und Susi. Genau, hier ist Christine. Christine ist halt schon mega gut, ne? Aber die anderen hier sind besser. Christine ist das Einzige, was so richtig gut hochgelevelt ist, das einzige Faultier. Die Guten habe ich, wie gesagt, oben. Das heißt, die hier könnten wir alle mitnehmen zum Kämpfen. Wir müssen ja für die Bossfights brauchen wir immer entbehrliche Dinos, sage ich mal. Also da weiß man halt nie, wie viele wieder zurückkommen. Das heißt, da möchte ich dann nicht die Besten mitnehmen, sondern halt nachzuchten. Deswegen müssen wir jetzt erstmal nachzüchten, bevor wir sowas machen. Denn ich möchte nicht, dass wir da irgendwie so ein Tier verlieren, was uns wichtig ist. Also eigentlich ist Christine uns auf jeden Fall wichtig. Die sollten wir vielleicht nicht mitnehmen, ne? Unser erstes Faultier. Und dann halt die mit den richtig guten Statistiken, ne? Nicht, dass wir die verlieren, dann können wir nicht mehr nachzüchten. Für so einen Bossfight wäre es auch ganz günstig, wenn wir so ein paar von diesen Dino Health Potions hätten, ne? Da fehlen uns halt so ein bisschen die Rare Flowers. Aber ansonsten könnte das funktionieren. Das heißt, da werde ich auch mal so ein paar herstellen. Wir haben ja Cooked Prime Meat, wir haben Measure Berries. Rare Flowers haben wir auch ein paar. Raw Prime Meat und Stimulants. Das ist alles kein Thema. Die muss ich nur von Hand holen, weil die Basis so weit weg ist. Können wir nicht pullen, leider. Was machst denn du da auf dem Tisch? Unser Lev benimmt sich wieder daneben. Komm mal von dem Tisch da runter. Hast du nichts verloren. Und ihr habt geschrieben, man kann in diese Harfe auch so ein paar Noten reinpacken und dann spielt die für uns. Das probieren wir jetzt mal aus. Wir haben ja diese riesige Medieval Harp stehen. Die sieht auch ziemlich cool aus. Hat da so ein Leder-Icon oder sowas. Okay. Und mal gucken, ob die funktioniert. Oh. Jawohl. Okay. Das ist doch mega cool. Die tut jetzt ihr Bestes, hier gegen den Wasserfall anzuspielen. Yeah. Nice. Also diese Harfe, die kann tatsächlich auch Musik produzieren. Und die macht das selbstständig. Da müssen wir nicht mit dran stehen. Aber die Reichweite ist, glaube ich, nicht so groß, ne? Aber hier hören wir sie noch. Sehr cool. Okay. Jo, dann warten wir mal auf die beiden hier. Ich werde so ein paar von diesen Potions herstellen. So viel halt geht. Mal gucken, wie viele Ressourcen wir dazu haben. Und dann wird imprinted. Endlich mal wieder. T-Rexe und Rockdrakes imprinten. Oh, T-Rex kuscheln. Und was willst du? Du willst ein Schnuller. Du willst auch kuscheln. Mega. Wir sind echte Glückspilze. Wir dürfen heute Rockdrake kuscheln. Jawohl. Und T-Rex kuscheln. Und brauchen keine Kibbles und kein Venom. Also super easy nachzüchten heute. Einfacher wird's nicht. Oh, das ist halt echt schon auch ziemlich cool von der Färbung hier, oder? Das Tierchen. Sie ist so türkisblau, oder was ist das? Sagt ihr es mir? Und so ein dunkelgrün auf dem Rücken. Mega. Und dann auch so ein Lachsrot oder sowas in den Ohren und im Maul. Das sieht ziemlich heiß aus. Vor allem diese grellen Ohren und die Augen, ne? Yeah. Super cool. Die wachsen so schnell, dass die so ein bisschen angeschlagen sind. Die müssen dann erstmal Hitpoints hochkriegen, ne? Das kennen wir ja schon. Deswegen sind die so ein bisschen angekratzt. 6000 Hitpoints. Oh. Und du hast? Oh, 13.000. Aber man kann es halt auch überhaupt nicht vergleichen, weil das ist ein absoluter Top-Level-Rex, während wir hier so ein 100er Rockbreak haben. Das lässt sich natürlich überhaupt nicht vergleichen. Hier starten wir schon mit Level 217. Wow. Das ist halt schon mega gut einfach, ne? Naja, könnte auch ein bisschen besser noch sein. Also da müssen wir noch ein bisschen nachzüchten. Aber ich denke, aufs Level kommt auch nicht an. Sonst kommt auf die Statistiken an, dass wir da die richtigen kriegen. Ne? Wir haben jetzt ein paar gute zum Nachzüchten.
Ich denke, da kommt früher oder später ein richtig guter T-Rex bei raus. Und der hier ist schon wirklich gut für unsere Zwecke, hätte ich jetzt mal gesagt. Okidoki. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es langsam gut sein für heute. Ich habe mal 2 von diesen Potions hergestellt. Das heißt, wenn es irgendwann mal eng wird, dann haben wir auf jeden Fall so eine Dino-Potion. Wir haben ja auch noch diese Erste-Hilfe-Sets, die funktionieren für uns, aber ich, soweit ich weiß, auch für die Dinos. Wir haben die ja, glaube ich, schon bei irgendeinem Dino verwendet, ne? Weiß nicht mehr, bei Tija? Ich glaube, bei Tija, ne? Weil wir den gebraucht haben und der hatte so viele Hitpoints verloren nach der Wirbeln-Action, oder? Wir haben auf jeden Fall auch schon Dinos damit hochgeheilt, also das funktioniert auch. Wir sind also echt gut equipped hier mit so ein paar tollen Modded-Items. Und theoretisch könnten wir jetzt wirklich langsam mal durchstarten und den einen oder anderen kleinen Boss versuchen. Da freue ich mich schon mega drauf. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, machen wir sowieso relativ wenig. Aber ich denke, jetzt ist mal wieder Zeit. Für heute müssen wir aber erstmal Schluss machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.